Ist man Meinungsblogger, nur weil man seine Meinung äußert? Um diese Frage soll es heute gehen. Ich beziehe mich hierbei auf das Video von Dude mit Maske zu dem YouTuber Albion, genauer gesagt auf den Kommentar von Albion unter diesem Video. Ich hoffe, nach diesem Video wird klar sein, warum mir dieses krampfhafte Schubladendenken der Meinungsblogger gewaltig gegen den Strich geht. Ich werde im Übrigen keine Videoschnitte von Dude mit Maske verwenden, ich habe keinen Bock auf Kopfschmerzerei, Claims, Strikes, etc. Ihr wisst schon. Here we go! Doch bevor wir anfangen, sollte ich vielleicht die Freundlichkeit besitzen, euch darüber in Szene zu setzen, worum es genau in dem Video zu Albion geht. Dude mit Maske kritisiert Albion für fehlende Quellen, mangelnde Recherche und macht sich leicht ironisch über seine Stock-Footage, Bilder und das laut ihm 0815 Gameplay lustig. Die Videos, auf die er am meisten eingeht, sind die Videos von Albion zum Thema Mode, Autos in der Zukunft und Apple-Kopfhörer. Abschließend gibt er noch Verbesserungsvorschläge, was Albion in Zukunft besser machen könnte. Und das ist eigentlich das ganze Video in Kurzfassung. Albion hat daraufhin in den Kommentaren reagiert und hat den Herrn der Ringe Teil 1 in einem Kommentar wiedergegeben. In dem Kommentar bezieht er sich vor allem darauf, dass er kein Meinungsblogger sei und nicht zu dieser laut ihm traurigen Szene gehören wolle. Ebenfalls bezieht er Stellung zu den Kritikpunkten und erklärt unter anderem, dass seine Videos vor allem dazu da sind, um Leute zu unterhalten. Er schreibt außerdem, dass Stock-Footage ein Stilmittel von ihm sei und ihm das bewusst ist, dass man dort Watermarks erkennen könnte. Dude mit Maske hat daraufhin auch wieder geantwortet, aber da in diesem Kommentar fast durchgehend gegen Albion geschossen wird, gehe ich jetzt mal nicht genauer darauf ein. Soviel zu der Zusammenfassung des Videos und der Kommentare von den beiden YouTubern. Nun gebe ich meine persönliche Wertung zu diesem Werk ab. Let's go! Nun, erstmal muss ich sagen, dass ich manche Kritikpunkte von Dude mit Maske sehr gut fand, zum Beispiel diese mit den Quellen der Musik. Ich meine jetzt mal Real Talk, wenn du schon Musik verwendest, die dir nicht gehört, dann verlink doch wenigstens die Creator in die Videobeschreibung. Das bricht dir sicherlich keinen Zacken aus der Krone. Bei dem Themenpunkt zu Albions Modevideo geht er meiner Meinung nach viel zu penibel auf jede noch so kleine Aussage von Albion ein. Man könnte fast meinen, dass er von dem Video persönlich getroffen sei. Aber vielleicht irre ich mich ja auch, das kannst du mir ja gerne in den Kommentaren beantworten. Was meiner Meinung nach aber gar nicht geht, sind die Fronts zu den Stock-Footage-Bildern und dem Gameplay. Wenn du dich ausführlich mit Albions Kanal beschäftigt hättest, dann dürfte dir doch sicherlich aufgefallen sein, dass dies ein fucking Stilmittel von ihm sei. Darüber hinaus ist der Schnittstil eigentlich immer subjektiv zu bewerten und macht als Kritikpunkt eigentlich gar keinen Sinn. Den Vogel jedoch schießt er damit ab, dass Albion ein, in Anführungsstrichen, möchte gern Meinungsblogger sei, deswegen ja auch dieses Video. Auf diesen Punkt komme ich gleich zurück, erstmal gehe ich jedoch noch auf den Kommentar von Albion ein. Mal ganz davon abgesehen, dass Albion vielleicht auf Aussagen wie 0815 oder traurige Szene hätte verzichten können, geht er relativ gut auf Kritikpunkte von Dude mit Maske ein und entkräftet auch einige. Er sieht auch ein paar Sachen ein, wie zum Beispiel das mit der Kleidung. Die Stelle, die ich aber besonders hervorheben will, ist die, wo er auf die Kritik mit dem Meinungsblogger eingeht und anhand von Aufzählungen seines Contents diese gut entkräftet. So viel einmal zu meiner subjektiven Einschätzung dieses Videos. Nun erläutere ich euch, warum ich es so bescheiden finde, Leute in eine bestimmte Sparte zu drücken, auch wenn die sich da nicht sehen. Na gut, Dude mit Maske erwähnt in seinem Video mehrmals, dass Albion ein möchtegern Meinungsblogger sei, der viel zu wenig Recherchearbeit leisten würde und gefühlt immer noch in 2014 festhängt. An sich mag dies zwar korrekt sein, würde Albion sich als Meinungsblogger betiteln, was er jedoch nicht ist. Und hierbei kommen wir zum Thema mit dem Schubladendenken. Nur weil jemand in seinen Videos seine Meinung äußert, ist er noch lange kein Meinungsblogger. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal die YouTuber RGE, Lenificate, Herr Newstime, ja ich nehme Herr Newstime, oder CEO. Alle geben irgendwo in ihren Videos ihre Meinungen wieder. Ist irgendeiner von ihnen deshalb ein Meinungsblogger? Nein! RGE macht Gaming-Reviews, Lenificate satirische Videos über Pokémon, Newstime macht News und Kommentare und CEO humoristisch aufgebaute Formate, die einzig und allein zur Unterhaltung dienen sollen. Es geht einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht klar, jemanden in die Sparte eines Meinungsbloggers hineinzuzwängen, obwohl er nicht mal in diese Szene hineingehören will. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich dieses Video mache. Mir geht das Schubladendenken mancher Meinungsblogger einfach dermaßen auf die Nerven, dass ich meinen Phönix am liebsten gegen die Wand pfeffern würde. Aber genug davon, abschließend möchte ich noch ein paar Worte an Dude mit Maske selbst richten. Ja, ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll, deswegen sage ich einfach, Maskentyp. Ich finde, du machst keine schlechten Videos, im Gegenteil. Umsonst wirst du deine 3500 Abonnenten nicht verdient haben. Aber bitte unterlass in Zukunft solche Anschuldigungen, wenn die Leute, die du in deinen Videos kritisierst, gar nicht in die eure Szene gehören wollen. Ja, ich zähle mich im Übrigen nicht dazu. Ich meine, schaut mal euch meinen Kanal an, zählt die Videos ab, wo ich Labern und Blubbern gemacht habe und bringt es dann mal in Relation mit meinen anderen Videos. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche trotzdem Dude mit Maske und Albion viel Erfolg weiterhin. Ja, ich bin raus. Haut rein. You have my sword. And you have my bow. And my axe.